Hallo, wir sind die Schulvertreter der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule und stellen euch heute unsere Schule vor. Wir nennen sie übrigens FER. Und da an dem Namen unseres Genossenschaftserfinders Raiffeisen drin steckt, kann man erahnen, dass es bei uns um Gemeinschaft geht. Das ist eine ehemalige Gaststätte und unser Marktplatz. Hier kann jeder mit jedem arbeiten. Ich kann euch versichern, ohne ein Virus macht das Ganze viel mehr Spaß. In normalen Schulen wird man sagen, dass es 7. bis 10. einzelne Klassen sind. Aber hier haben wir keine Klassen. Wer konzentriert und alleine arbeiten will, geht ins Lernatelier. Hier hat jeder seinen eigenen Platz, den man sich selber dekorieren kann, damit man sich einfach wohlfühlt. Hier ist jeder leise, damit man sich einfach gut arbeiten kann. Woher wissen wir, was wir zu tun haben? Ganz ohne Klassen. Dafür haben wir unsere Wochenwand. Da steht drauf, was wir über die kommende Woche alles machen müssen. Einige von uns sind seit Jahren so krass gut organisiert, dass sie ein eigenes Lernjournal haben. Alle anderen bekommen von der Schule ein eigenes Lernjournal. Immer montags treffen wir uns und füllen dieses Lernjournal aus und besprechen, was wir für den und alle 4 folgenden Tage alles zu erledigen haben. Ja. Nach der Mittagspause, in der wir vom Italiener nebenan versorgt werden, folgt unser Nachmittagsprogramm. Die Schüler können wählen zwischen Programmieren, Yoga, Musik, Fitness und so weiter. Jeder kann sich etwas aussuchen. Die offizielle Lernzeit beginnt jeden Tag um 8:45. Dann startet der Direktor mit ein paar Informationen über den Tag für uns alle. Und das ist immer der letzte Satz. Ich wünsche euch viel Freude und viel Erfolg beim selbstgesteuerten Lernen. Danke. Und wenn man nicht weiter weiß, fragt einen Lernbegleiter. Lernbegleiter sind selbst für Lehrer 2.0. Sie wissen, wovon sie reden, aber wissen auch, dass das mit dem Lernen nur klappt, wenn wir wollen. Jeder von uns hat einen eigenen Lernbegleiter, mit dem er sich jede Woche trifft, um zu besprechen, wie es insgesamt läuft und wo man vielleicht Hilfe braucht. Das ist der Plan, auf dem alle ihre Zeiteinteilung für die ganze Woche sehen. Die Schule öffnet um 7:30. Von 7:30 bis 9:15 gibt es Gleitzeit. Das ist so eine Art Arbeiten und Warm-up in Kombination. Morgens gibt es verschiedene Inputs zu halt den verschiedenen Fächern. In Kombination mit den Lernbegleitern, die immer da sind, ist das fast genauso, als könnte man das Fach so lange machen, wie man es nun halt braucht. Okay, die Digitalisierung ist schon lange bei uns angekommen. Ab der 5. Klasse bekommen wir alle ein iPad. Unsere Lernbegleiter sind auch echt gut mit den Dingern. Wir sind gerade in einem Infotraum und ich habe mich schon mit meinem iPad verbunden. Wie ihr es schon vorhin gelesen habt, wir machen anders Schulen. Dazu gehört, dass wir auch anders miteinander umgehen. Wir Lehrer, Schüler und Eltern sind eine Genossenschaft und glauben, so wie wir hier lernen, ist es das Lernen der Zukunft. Wenn ihr noch zu sehr an die alten Schulen denkt, seht es so. Selbstgesteuertes Lernen ist die beste Vorbereitung auf ein selbstgesteuertes Leben.